Meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Factorio. So, mir ist aufgefallen, das hier brauchen wir nicht so, sondern so, oder ein Splitter zu viel. So, und jetzt können wir hier anfangen, das Ding hier aufzuteilen. Wie macht man das am besten? Brauchen wir überall hier Platz dazwischen? Hier angeschlossen. So. Aus. Perfekt. So, der geht hier durch. Der geht dahin. So, bevorzugter Ausgang ist aber bitte immer der linke. Wir wollen ja dort nicht zu viel abknöpfen. So, doch, das brauchen wir schon. So, jetzt haben wir eine Linie, die dann dort eigentlich nur für die Stahlproduktion zuständig ist, sage ich mal. Eisen dorthin liefern können in die Hauptbasis. Und wir können gleich mal wieder Förderband holen, weil das werden wir brauchen. Oder machen wir es gleich hier hin, wenn wir schon da sind. Wir haben da keine Öfen. Mal wieder. Dann schauen wir, wie wir das hier an die Stahlproduktion überall anschließen können. Wow. Da sind sie ja schon wieder. Müssen wir mal wieder aufräumen. Ja, ICBMs brauchen wir leider noch ein bisschen. So. Schön langsam verschwindet die Munition. Da hat wirklich einer überlebt, gibt's ja nicht.
Vorwärter. Der schießt noch immer. Jetzt ist fertig. Dauert sicher zu lang, bis die da hergeschossen haben, oder? Nö, da schlagen schon ein, okay. Ha, getroffen. Sogar einen erledigt. Okay, genügt wieder. Ich frage mich, könnte man diese Artilleriegranaten eigentlich in diese Rakete reinpacken, dass sie dort herumfliegen? Boah. Heftig. So, also, unsere neue Stahlproduktion. Ach ja, das wird jetzt erstmal die Eisenproduktion. Ah, nee, Moment, 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 Moment. So muss das sein. Das bringt gar nichts. Gut.
Na klar. Okay, hier. Oh. Ein paar Artilleriegranaten. Genau das abgeholt ist eigentlich beugten. So, die kommen hier offensichtlich aus damit. Dann können wir das hier entfernen. Brauchen wir nicht mehr. Das war nur überdimensioniert. So, wo können wir da jetzt am besten durchgehen? Und wo hängen wir uns dann an? Vielleicht hier. Geht nur nicht so ganz gehen. So, wir machen das so. Da kommen wir nirgends durch. Müssen wir da oben herum marschieren. Na, schauen wir mal, wie viel die hier hinbringen. Naja, viel kommt von da nicht. Das sind 30 Öfen und die brauchen ja 16 Sekunden für eins. Das heißt, das ist nicht einmal ganz eins, nicht einmal ganz zwei pro Sekunde. Das ist jetzt eine schöne Startmenge, die hier rankommt, aber viel mehr ist es nicht, leider. Netter kleiner Startbonus. Und jetzt kommt hier irgendwie zu wenig Eisen ran. Komisch.
und Stahl wird schon wieder weniger hier. Die fressen einfach zu viel. Hilft nicht. Erstmal schön Gleise raushauen. Aber es ist dennoch zu wenig Stahl und das war es auch schon wieder. Warte mal, das hier brauchen wir dann gar nicht mehr. Ach so, sind das ja eigentlich wahrscheinlich kaum genug Gleise, die hier überhaupt ankommen. Das ist ja doch echt bescheuert, dass du 30 Gleise dafür brauchst. Für ein Wissenschaftspaket hier brauchst du 10 Gleise. Das ist schon eine heftige Nummer. Jetzt ist auch wieder mehr, ist genug blaue Forschung da, die steckt irgendwo dazwischen schon fest. Ups. Gleise sind hier in erster Linie das Problem. Die Öfen gehen mittlerweile schon. Die stapeln sich hier schon zurück langsam. Langsam aber sicher. Die haben auch so gerade. Ne, die haben nicht, die haben zu wenig Stahl. Die haben auch zu wenig. Okay, vielleicht sollten wir diesen Stahlaufbau hier noch verstärken. Geht ja leicht, das ist mehr als genug Eisen, was wir hier haben. Ich will das hier noch einmal aufbauen. Abgesehen davon, dass uns hier ein paar Greifarme fehlen werden. Ein paar viele. So viel Eisen übrig ist, sollte das eigentlich kein Problem sein, da noch ein bisschen was dazu zu bauen. Oh, Öfen fehlen uns auch noch. Verstärken. Aber Freunde, das war's wieder für diesen Part. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.